Hallo Leute, mein Name ist Hotzer See und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio hier in meiner zweiten Serie, wo wir Warptorio spielen. Und wir sind schon ziemlich weit. Wir haben eine Welt besiedelt, zu der wir zurückkehren können, und sind hier nun auf einem Außenplaneten, wo wir unsere Ölvorräte aufstocken. Und zu diesem Zweck habe ich hier unsere Lagertanks einiges vergrößert. Darum sind die auch noch nicht allzu voll. Wenn wir hier in den Keller gehen, dann sehen wir jedoch, uns fehlt es hier an Kohle. Und das liegt daran, weil wir auf dieser Welt keine Kohle angeschlossen haben. Aber hier holen wir das Öl her. Und da oben ist ein kleines Kohlefeld. Ich denke, das schließen wir an. Einfach um da mal etwas Kohle mit ran zu bringen. Der letzte Planet, auf dem wir waren, das war ein Kohleplanet. Aber vielleicht haben wir zu wenig Kohle auf die Seite gelegt. So. Ich glaube, einer reicht hier. Machen wir etwas Verteidigung rum. Dann, wo müssen wir ran? Am Äußeren. Und dann brauchen wir da oben Strom. Und dann sollten wir Kohle bekommen. Was wir auch nicht angeschlossen haben, ist ein zweites Band Eisen und Kupfererz. Drum ist hier oben leer und wir bekommen da auch nichts raus. Ich denke, was wir hier überall noch machen können, nachdem wir sichergestellt haben, dass unsere Versorgung auch gewährleistet ist, überall die Puffer etwas vergrößern, so dass, wenn wir auf einem Planeten Ressourcen einsammeln, dass die auch ein bisschen reichen. Was können wir machen hier auf dieser Ebene? Oder eine drunter? Ja, hier. Da, wo wir die Harvester-Plattformen haben, so heißen die. Da können wir sowas machen und dann einen so einen ran machen und dann wiederholen wir das ein paar Mal. Bevor wir dann am Ende das wieder so zusammenführen mit den Greifarmen.
Straße hier ran. Und das Ganze braucht noch etwas Strom. Machen wir so. Et voilà. Das ganze Setup kopieren wir jetzt mal. Und hängen das auf dieser Seite ran. Vielleicht biegen wir hier mal das so rum. Können wir hier nämlich das für Stahl ran machen. Hier packe ich mal das Eisen rein und hier unten machen wir das dann fürs Eisenerz und da fehlen mir dann ein paar Kisten, ein paar Greifarme. Können wir uns ja leicht besorgen. Die Greifarme müssten geliefert werden und die Kisten sind hier drin. Ja, kommt wieder etwas Kohle durch. Können wir das hier einfach mal umleiten. Das Ganze machen wir dann auch auf der anderen Seite für Kupfer. Denn eher wenn wir auf einem neuen Planeten beginnen, werden wir die Harvester nicht gleich angeschlossen haben. Drum ist es sicherlich gut, da etwas auf der Seite zu haben. Und hier unten, da denke ich, können wir hier sowas hinstellen. Dann hier wieder ranbringen, denn hier unten mit der Ölverarbeitung, das ist wahrscheinlich das, was am meisten Kohle frisst. Und dann warten wir hier auf die schon wieder beliefert, weil dann können wir hier unten im Keller das noch fertigstellen. Gehen hier rauf, kommen dann wieder da runter.
Und bei so wenig Kohledurchsatz werden wir das nicht vollbringen. Wir sehen, hier wird die Kohle gleich mal weggeatmet. Das liegt sicherlich auch daran, dass hier die Kunststoffstangen, diese Kiste nicht voll ist. Sie bleibt zwar voll, aber erst wenn sich das staut, wird sich auch die Kohle stauen. Und der Knackpunkt hier ist, dass wir effektiv einfach mal warten wollen, bis unsere Ölvorräte voll sind, und dann können wir weiterziehen und wahrscheinlich nochmals auf einen Kohleplaneten. Und bevor wir in die Heimat zurückgehen, vielleicht sollten wir dann auch noch unsere Uranvorräte aufstocken. Wir haben die bisher immer dann von Hand rausgezogen, aber wir können natürlich auch hier so ein Ding hinpacken, ziehen das dann hier drauf. Hier wird es etwas schwierig. Den können wir eins verlängern, weil dann können wir hier unten durch. Wiederum ein paar Greifarme, die sollten 1-2 geliefert werden. Da kommen sie schon. Dann ist auch dieses Setup vervollständigt. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir dieses Kupferfelderz oder diesen Harvester dahin verlegen. Dann bekommen wir da etwas mehr Kupfer raus. Dieses Feld hier ist nicht sonderlich groß. Das hier verspricht eine bessere Ausbeute. Und nun heißt es im Wesentlichen abwarten, bis Öl voll ist. Auf einen Kohleplanet. Wir können ja auswählen, wo wir hinwollen. Nicht, dass wir jedes Mal dort ankommen, wo wir hinwollen. Aber, wie wir sehen, das Öl, das läuft voll. Das ist 14K von 25. Das sind 3/5, 60%. Ungefähr. Ich denke, das dauert nicht mehr allzu lange. Die Tanks sind nun fast voll. Hier vorne 24 K, da hinten sind es nur 23.
Aber es ist ein bisschen schwierig, das ganze Öl von hier vorne, wo es reinkommt, bis in den hinterletzten Tank reinzupressen. Drum denke ich, ist es an der Zeit, hier weiterzuziehen und zu sehen, ob wir auf einem Kohleplanet dann letztendlich unsere Kohlevorräte auffrischen können, bevor wir dann wahrscheinlich noch einen Abstecher auf einen Uranplaneten machen, bevor wir zurück auf unseren Heimatplaneten gehen. Das wird aber wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge passieren. Hier können wir das etwas automatisiert machen. So. Das war's, dann sind's nur noch die beiden Außenposten und dann gehen wir doch mal schauen, ob wir auf einem Kohleplaneten landen können. Und wir haben einen Kohleplaneten gefunden. Es war nicht der erste, sondern der dritte. Aber dann wollen wir doch hier rasch Kohle anschließen, damit wir die Vorräte auffüllen können. Und dann auch noch die Harvester platzieren. Vielleicht finden wir ja auch ein bisschen Öl, das wir hier anschließen können, damit unsere Ölvorräte nicht gar so schnell sich entleeren. Hier wahrscheinlich Blau brauchen. Da brauchen wir Strom dazwischen. Das wird nicht funktionieren. Verteidigung. Und hier dann. So, hier haben wir etwas Eisen, aber ich denke, es gibt da in der Umgebung sicherlich Felder, die etwas größer sind. Ich muss sie nur finden. Und bevor ich das mache, kann ich euch noch zeigen, was ich im Keller umgebaut habe. Denn wenn wir von hier oben oder von da kein zusätzliches Eisen oder Kupfererz bekommen, liefern diese Schmelzen nichts, was bewirkt, dass das ganze Setup da unten etwas stillsteht.
Drum haben wir hier das Kupfer, das übrig bleibt, leiten wir hier aufs Band um. Eisen, was wir hier nicht verbrauchen, leiten wir hier rein. Und auch Stahl von da oben, was wir nicht brauchen, leiten wir auch hier rum. Und zwar immer so, dass wenn da was von der Schmelze her kommt, hat das Priorität. Gut, okay, könnt ihr eigentlich auch hier raus. Dann suche ich mal unsere großen Felder, die wir anschließen können. Aber das war's für diese Episode. Ich hoffe, ihr schaltet euch auch das nächste Mal ein, wo wir wahrscheinlich noch ein paar Planeten abklappern, bevor wir dann zurück auf unseren Heimatplanet gehen. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss!